Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins hier bei Explore AP. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir ja eine Nebenquest angefangen. Was deines ist mein. Und sollten den Kids dort hinten den Hund wieder besorgen. Ende der Folge bin ich dann gestorben und wir mussten nochmal alles von vorne anfangen. Da habe ich ja gesagt, das mache ich dann außerhalb der Aufnahme, damit wir nicht nochmal dasselbe zeigen. Und wir waren ja auch schon bei 20 Minuten in der Aufnahme. Das habe ich auch gemacht. Wir sind dann mit dem Hund hier raus, den wir eskortiert haben. Die Kids sind gekommen und haben uns gesagt, hey, da gibt es noch einen berittenen Reiter, der ist ganz schön böse und den sollen wir jetzt eliminieren. Dafür müssen wir 800 Meter Richtung Osten. Dann machen wir das mal eben. So, die Kids haben ihren Hund wieder. Die sind glücklich. Wir müssen ja noch die Papiere für einen Geografen zurückbringen. Beziehungsweise diese auch erst finden. Und die sollen wohl auch bei diesem berittenen Banditen sein. Das soll ein ganz böser sein. Mal sehen, ob wir es schaffen. Oder ob ich in dieser Folge wieder sterben werde. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Obwohl, das heißt ja nicht sterben in dem Spiel. Wir desynchronisieren. Ah, Meter. Hallo, mein Freund. Dankeschön, mein Freund. So, wo ist der? Aber wir müssen jetzt nicht wieder in die Pyramide, oder? Scheint hinter der Pyramide zu sein. Missionsziel in der Nähe. Okay. Wow. Ja. Ziel lokalisiert. Ich glaube, das reicht dann auch. Was? Hey, Freunde! Wow. Wer hat denn hier direkt Stress? Hallo? Ich brauche euer Leder, Freunde. Einer noch. Danke. Alles gewürfelt? Diese Ruine ist hier? Ne, da unten. Was war das? Dann schauen wir mal, was er so drauf hat, der Kollege. Was bist das, du Ratte? Baum. Jetzt ist doch rund der Baum. Oh, beide Schieß macht er auf. Aua. Okay. Achso, jetzt steh auf, Bayek. Hallo. Hä? Bug oder Feature? Wieso steht der nicht auf? Endlich diese Notizen. Warte ich auf den Reiter, bis er nachts zu seiner Höhle kommt? Oder suche ich ihn, während er Gizeh terrorisiert? Wir machen Nacht, dann gucken wir mal. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so gewollt war. Wenn, verstehe ich den Sinn dahinter nicht. So. Seine Höhle. Gehen wir mal gucken, ob wir hier im Schlaf...
meucheln können. Das war doch gerade absoluter Schwachsinn. Wirklich nicht auf Explorer ist nur ein Spiel. Ja, ich weiß. Bist du Stress da oben oder bist du Stress, ne? Oh. Stirb endlich! Okay. Oh, die fliegen im Duett. Was? Ach, Entschuldigung. Ah, das ist die von eben, ja, ne? Ja, die müssen wir jetzt noch. Tut mir leid, aber ich brauche das wieder. Mal da stehen. Sehr schön. Wow. Okay. Jetzt mal wieder neu dahin reiten muss. Ist mir auch ein Rätsel. Könnt ihr doch kurz vorher abspeichern. Bei Feindkontakt, Sichtkontakt. Er reitet um. Ich denke, er ist in seiner Höhle. Was macht denn der jetzt? Nachts? Wow. Ha. Oh. Oh, keine Höhle haben, oder? Aber es ist echt Angst, ihn anzugreifen, falls die gleiche Kacke passiert wie eben auch. Oh, Explorer, du hast Kacke gesagt. Ja. Ich kann's ja noch mal probieren. Was macht der? Was ist das da hinten? Oh. Da reitet der jetzt dahin, wo wir in der letzten Folge waren. Bin gerade ein bisschen desorientiert. War ja in dieser Schlucht, in dieser Höhle waren wir, wo wir schon mal waren. Und da haben wir den Hund befreit. Da waren ja seine Anhänger. Ich muss mal eben husten, Entschuldigung. So, wieder da. Und war das hier? Wow. Ja, es war hier. Wow. Na toll, seine Jünger sind auch wieder alle da. Oh. Mehr als ungünstig. Tamtam um nix. Cortesius Notizen. Er wird sich freuen, sie zu sehen. Was mache ich gerade? Ablegen. Gut, dann gehen wir zu dem Geografen zurück. 1000 Meter, was? Wie geht das mit dem Level momentan auch nicht so wirklich voran, ne? Wir sind schon seit gefühlten
5 Folgen jetzt, Level 20. Okay, wir haben noch nicht viel gemacht. Wir haben die 3 Pyramiden gemacht, wir haben ja nur erkundet. Da gibt es ja auch nicht so viel XP für. Boah, da wir jetzt wieder aktiv am Questen sind, denke ich mal, sollte es schneller und besser vorangehen. Was deines ist mein. Bring Cortesus seine Notizen zurück. Machen wir. Dann müssen wir jetzt hier in dem Gebiet nur noch ein paar Pyrus finden. Und ich glaube noch ein Banditenlager oder so ausheben. Wir gucken ja mal auf die Karte. Da war es das auch schon wieder. Dann können wir uns wieder um die Hauptquest und so kümmern. Ein paar Pyrus liegt wohl auch in dem Gebiet hier. Wunderbar. Meter 90, 80, 70. Oh. So, mein Freund. Interagieren. Hey! Gute Neuigkeiten! Meine Notizen! Bei Zeus, das glaube ich nicht! Ich schulde dir mein Leben. Ist es vorbei? Sind die Banditen fort? Sie belästigen euch jetzt nicht mehr. Also hört ihr auf, Reisende niederzuschlagen. Sind das die Diebe? Oh, ruhig, mein Freund. Das war alles ein Missverständnis. Sie wurden gezwungen. Sie brauchen sicheres Geleit nach Memphis, oder? Ja, zurück zum Haus von Neff, zu all den anderen Kindern. Ich habe Memphis noch nicht kartiert. Das sollte mein nächster Halt sein. Kennst du den Weg? Nein, aber die kennen sich gut aus. Welch Glück! Na dann kommt mit. Memphis? Oh, natürlich! Danke. Kommt uns besuchen. Machen wir. Level 21. So viele Schwierigkeitspunkte müssen wir mal vergeben. Was haben wir denn jetzt hier? 183 Meter? Was? Wo sollen wir denn? Was? Dort? War das diese Ruine unter der Erde, wo ich bis heute nicht weiß, was wir... Ja komm, dann gehen wir mal eben gucken. Es liegt in der Nähe und wir haben noch 7 Minuten Zeit in der Aufnahme. Oh, Spiel. Wo soll... Ernsthaft? Wo... Hä? Was denn? Ja, es ist hier. Dann gehen wir da nochmal gucken. Irgendwas haben wir hier übersehen. Der Eingang war hier hinter, soweit ich mich entsinnen kann. Ein verborgener Eingang. Übersehen? Wir waren schon mal hier. Wie konnte ich den übersehen? Aber wir haben wohl irgendwas übersehen. Ich wüsste nur nicht was. Na gut, wir schauen uns nochmal eben fix um. Aber hier geht's ja nicht wirklich irgendwo weiter, ne? Eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Zwingendes Geheimnis. Hier waren wir drin, oder? Ja, ist gelootet. Noch eine Etage tiefer.
der Decke irgendwie ein Durchgang ist. Das war dieser Raum. Okay. Ja, schön, wenn wir hier Licht hätten, ne? Deswegen haben wir wahrscheinlich damals irgendwas übersehen. Gehe ich mal schwer davon aus. Gehen wir am äußeren Rand entlang. Sind wir von hier reingekommen? Hier sind wir reingekommen, ne? Natürlich, wenn hier im Dunkeln irgendwo ein Durchgang ist. Können wir das mal anzünden hier, mein Freund? Danke. So wie dieser hier. Moon. Ich glaub, hier was ist das? Hier waren wir auch schon. Das Rätsel hat man doch auch gelöst, oder nicht? Stell dich mal, da krieg ich ja Bandscheibenvorfall vom Gucken. Genau, da ging's dann zum Schluss durch. Wie ist da alles gelootet? Ich glaube, die Tür ist ja durch dieses ominöse Lichträtsel hier aufgegangen, soweit ich mich recht entsinne. Was haben wir also hier vergessen oder nicht gemacht? Weg rein. Fragezeichen. Zeig mir doch an, was wir hier machen müssen. Mann. Hier ist nix. Sind wir jetzt reingekommen? Frage. Ja. Dort, ne? Ich will keiner Quest folgen, ich will dem ominösen Rätsel dieser Stätte auf den Grund gehen. Komm, wie auch immer. Das war der Raum zuvor. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Komm am Eingang. Scheint es nur wirklich in diesen anderen Raum zu gehen. Ich verstehe es nicht. Er sagt, geh 100 Meter in diese Richtung. 90, 80, 70. Also hier dran noch vorbei. 40, geht's denn hier noch weiter? Warte mal. Hallo? Freund der Sonne? Ja, da sollst du hin. Rum, eventuell. Hm.
hier waren, kann ich mich natürlich nicht dran entsinnen, jetzt so spontan. Wir sollen wieder runter, ernsthaft. Keine Ahnung, vielleicht gurgel ich mal. Irgendjemand wird bestimmt die Lösung haben. Kann natürlich auch sein, dass die Lösung draußen ist. Dass wir in Wahrheit gar nicht mehr hier drin gucken müssen. Aber er zeigt ja mit dem Pfeil nach unten, also... Ja, komm. So, das ist die gute Frau. Die große Sphinx. Ja. Sie ist kleiner als erwartet. Hier ist sonst nix. Tagieren. Ja gut, das lese ich jetzt nicht vor. Jetzt gelöst, muss man nur das Teil ja jetzt lesen. Nee. Das Rätsel ist immer noch da. An der Nase hochklettern. Echt? Sollen wir der guten Frau in der Nase hochklettern? Ist da irgendwo was noch verborgen? Die hat ja auch einen großen Zink, muss man ja sagen. So, gucken wir mal. Vielleicht hat jemand mal ein sinnvolles Foto gemacht. Gut, wohl eher nicht. Ich google mal, weil mich ärgert sowas auch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.